Jeff, es gibt ein Spiel, das ich zurzeit oft spiele und es interessiert mich nicht. Hab ich nicht nötig. Leute, ich will nochmal sagen, es interessiert. Kann es nicht alles spielen, ja? Ich will ja gerne. Das ist eine Lüge. Ich will ja gerne. Aber ich will nicht. Selbst wenn ich wollen würde, würde ich nicht würden. Den Maul halten, danke. Und wenn der Wille in mir groß genug wäre, es würden zu wollen, will ich nicht müssen. Aber ich will nicht. Wir brauchen mal wieder was Ursprüngliches, was uns zurückführt zu den Anfängen, was unser Herz erwärmt und uns als Community ein bisschen besser zusammenschweißt. Und damit willkommen zum heutigen Product Placement. Wenn es doch nur Seth Games geben würde. Spiele über mich, mit mir. Product Placement. Aber naja. Schade, kann man wohl nichts machen. Wäre echt schön, ne? Seth Fangame Paranormal House. Yo, Leg Day läuft auf jeden Fall. Shitty Seth Game Pre-Alpha. Wow. Ich hab auch nichts anderes erwartet. Und da, der lang ersehnte Nachfolger des legendären Games Seth 1. Irgendeiner von denen wird sein. Da gibt's doch noch einen Bonus. Jetzt haben wir schon halbe Versionen, Alter. Ey, das Seth Game hat ein Update. Geil! Geil! Ein Indie-Horror-Spiel, in dem man in Seth sein hat. In dem man in... Sorry. Indem man in Seth sein Haus einbricht, um seine teure Jagd zu stehlen. Was? Da ist er, Alter. Lass dich nicht von Seth erwischen. Verzeih, nehme ich ganz gerne mal ungefragt Arschbohrer. Danach deinstalliere ich dein FNAF. Digga, das Spiel hat jetzt einfach eine Lore bekommen. Was ist das für ein Hemd? Ich lehne dieses Hemd ab. Aber ich muss es spielen. Wir müssen es tun. Es muss getan werden. So, weh, habt ihr irgendwo Boobies versteckt? Aha. Hier wohnt Seth also. In einer Betonfestung mitten im Outer Space. Sponsored by Lego oder so. Wait, oh mein Gott. Wer hat unseren Kopf eigentlich schräg auf den Hals geschraubt, sag mal? Boah, Junge. Ich hab schon ein bisschen was intus, ne? Da wurde schon einer weggefeiert hier vor so einer Aktion. Ist klar. Bisschen Mut angesoffen und dann geht's hier voran. Ich bin extrem gespannt. Ich hoffe, es geht nicht nur 3 Minuten oder so. Stell die Selbstschussanlagen an. Da kommt ein Einbrecher. What? Geil! Da bin ich! Oh mein Gott! Die Selbstschussanlagen! Einfach irgendeine LED-Lichterkette auf Amazon gekauft. Jo, geil! Ich hoffe, ich kriege jetzt irgendwo einen Schlüssel für die Garage. Die war auf der gegenüberliegenden Seite. Hier wohne ich? Ach, komm schon! Oh mein Gott, oh Gott, okay, let's go. Was? Hier! Unübersehbar! Wait! Ich habe ein Graffiti von einem Schlüssel eingesammelt. Bin ja ein Meister aller Schandtaten, Junge. So, okay, Augenblick, wie zum Teufel geht's jetzt hier wieder raus? Ich weiß, kann man durch Wände gehen? Moment mal, die Ecken sehen irgendwie nicht so ganz stabil aus. Augenblick, ne? Hat der bitte mehr Voicelines? Das wäre übel geil. Das ist sowas, das Game braucht. Jetzt bin ich im Kreis geladen. Schönen Dank auch. Oder bin ich? Ich weiß nicht. Moment mal. Wir haben ein kleines Problem. Und das ist nicht nur an Houston gerichtet. Nicht schlecht. Das war sowas von nicht geplant. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du das hier reinprogrammiert hast. Kam irgendwie nicht ganz vom Flecke oder so. Wo bin ich denn? Wie geht's denn? Wait, what? Ich find mich hier nie wieder raus, ey. Oh nein. Pass auf, der wird mich gleich kriegen, ey. Weil ich wie ein Vollidiot in ihn reinrenne. Jetzt bin ich schon wieder hier. Nee, warte mal. Ah! Gut, ich hab's verstanden. Nein, nicht noch eine. Autsch, Daddy, nein. Okay, pass auf. Schatz, stell die Selbstschussanlagen an. Da kommt ein Einbrecher. Das ist so geil. Oh, schade, dass du nicht noch mehr Voicelines hast.
Das wäre mega. Zumindest die alten aus den anderen Versionen noch. Okay. Mal gucken, ob ich mir den Weg merken kann, ob ich es hochschaffe und dann auf direktem Weg zurück kann. Weil sonst verirre ich mich da einfach super krass. Oh, let's see. So, weil so kompliziert ist es ja eigentlich nicht. Das Problem ist, der kommt halt genau da lang. Ich muss am liebsten auf den warten. Und dann den hier juken. Und dann geht's wieder zurück. Aber wenn ich da runtergehe, bin ich am Arsch, Alter. Passiert irgendwie was? Wenn er jetzt hinter mir steht. Oh mein Gott. Man hört ihn auch nicht, ne? Ich hab mega den Subwoofer an meinen Schuhen dran. Und er ist einfach super leichtfüßig wie ein Hobbit. Beziehungsweise... Ach, ihr wisst schon. Junge, der kommt halt nicht, ne? Spawnt er da jetzt wieder um die Ecke, weil dann ist es doch Absicht. Ne? Ey, Junge, ich trau mich nicht. Das ist sowas von eine Falle. Oh, der Weg ist eigentlich super einfach. Die Yacht ist zum Greifen nah. Er ist nicht da. Warte, was? Oh! Oh, du bist da festgesteckt. Okay. Kommt er? Er muss mir halt nach. Moment. Ich lock den nach oben. Das wird die Strategie sein. Der verliert mich halt relativ schnell. So. Das Model ist übel geil gelungen, Alter. Das muss ich auch schon sagen. Bis auf das Hemd, aber das haben wir schon geklärt. So, Moment. Nein, nicht da festklemmen. Yes, sehr gut. Aber man muss ihm schon ein bisschen auf die Sprünge helfen. Viel scheint mir ja an meiner Yacht nicht zu liegen, ha? Okay, Leute, seid ihr ready? Pass auf. Der Gott einfach. Easy. So, jetzt muss ich bloß noch rausschaffen. Da waren irgendwie noch mehrere Gänge oder so hier gerade, wie ich das gesehen habe. Ich glaube, ich muss hier den großen... Ah ja, okay, das ist relativ eindeutig. Ist okay. So, Moment. Und jetzt kann ich doch hier bestimmt aufschließen mit dem Schlüssel, oder? Okay. Die Yacht. Warum steht die hier? Wie kriege ich die? Wait. Okay, und nu? Ich fahr damit weg. Was? Da ist sie ja. Wie dumm. Schön. Das hat wirklich meinen Tag extrem versüßt. Ich find's auch cool, dass wir jetzt den nie endenden Screen des Sieges hier genießen können, ja. Ah, schön, schön, schön. Falls du dir einfach ein bisschen Zeit nehmen möchtest, deinen Triumph genussvoll zu feiern. Okay, liebe Leute, das war das Zef-Game 3.0. Zef, das Horrorspiel 3.0. Wir wollen ja die Kinder beim Namen nennen, nicht wahr? Das will ich mir noch angucken. Zef Paranormal House. Oh. Also ganz gemütlich. Tee für Taschenlampe. Nice, da hat man einfach an alles gedacht. Jetzt brauche ich bloß noch die Schlüssel und einen Jumpscare und fertig ist das Horror-Game. Okay, sorry. Nee, ich will das nicht. Wait. Okay, ist gut, geil. Das musst du mir immer mechanisch erklären. Diese Türschwelle ist einfach mit der Soundanlage verbunden. Was klingelt denn hier? Ey Junge, da wurden auch einfach drei Spuren Horror-Sound.mp3 übereinander gelayert, Junge. Für die maximale Effizienz. Gibt's hier irgendwas oder nur Betten? Ah, kann man sich... Was geht? Ricola! Aber klingt eher nach schweren Atemproblemen. Muss ich hier irgendwas finden? Oder was mache ich denn hier? Gibt es eine Story? Vielleicht sollte ich das nicht zu sehr überinterpretieren. Und mich einfach mal überraschen lassen. Was ist denn hier los? Ich gehe mal hoch. Oh, es wird dramatischer. Wir nähern uns dem Ursprung dessen. Seid gespannt, Leute. Wir werden gleich die Wahrheit erfahren.
Okay, da steht sie schon. Muss ich da hin? So, das ist ein Monster, der Geist. Ich bin im Chase. Leute, ich werde tatsächlich gejagt. Sollte das sich eigentlich bewegen? Junge, du hast, glaube ich, die Beine zu fett gemalt. Da kommt der nicht vom Fleck. What? Ich finde, der Galaxy-Hintergrund macht's liebenswert. Machen Sie es gut. Leben Sie wohl. Cool. Gibt ihm gleich einen Kotzreiz. Cool.